Von Weizsäcker war auch einer der angesehensten Politiker der Nachkriegszeit in Deutschland. Bei uns im Studio ist jetzt der Journalist und Weizsäcker-Biograf Gunter Hofmann. Herr Hofmann, Sie haben über ihn geschrieben, ein Buch. War er denn auch privat so ganz der Staatsmann, der sicher war, stilsicher und auch sicher in Gesten und Worten? Das ist durch und durch bei ihm so gewesen, dass er sehr eloquent, sehr elegant, sehr verbindlich in der Form. Also die Form hat er total beherrscht. Er war ein zutiefst höflicher Mensch. Was mir aber wichtiger ist zu sagen, ist, er war ein ungewöhnlich diskursiver Mensch. Also man kam zu ihm und war innerhalb von 2 Minuten im Gespräch und im Gespräch natürlich über Politik. Er war ja von Kopf bis Fuß ein politischer Mensch, obwohl er wegen dieser verbindlichen Formen eher als einer galt, der glättet und Kanten abschleift. Nein, er war eine hochpolitische Person. Gegenüber Mitarbeitern war die Sache anders. Er konnte auch ungewöhnlich streng sein. Er war eine Autorität. Wenn der Apparat nicht funktioniert hat, hat er nicht nur Widerspruch eingelegt, sondern man spürte ihm den unterdrückten Zorn an. Die Seite hat er natürlich auch gehabt. Er wollte schon sein, dass die dass die Geschäfte wirklich laufen. Womit wird denn von Weizsäcker Ihrer Meinung nach vor allem in Erinnerung bleiben? Zunächst mal, ich empfinde das als eine wirkliche Zäsur, sein Tod. Ich glaube, in Erinnerung bleibt zuerst mal, dass er sowas wie ein Referenzpräsident gewesen ist. So wie man sich Helmut Schmidt als Referenzkanzler gemeinhin vorstellt, so war er sicher ein Referenzpräsident, ein Bilderbuchpräsident, der unsere Erwartungen erfüllte, was ein Präsident einlösen sollte. Das ist aber eher das Phänomenale, die Oberfläche. Wichtiger ist die Person, die international für Vertrauen geworben hat, um Vertrauen, das dieses Land dringend brauchte. Das war eigentlich die Hauptsache. Und das hat sich manifestiert bei ihm in dieser legendären Rede vom 8. Mai 1985. Aber ich finde, darauf kann man Weizsäckers Präsidentschaft nicht verkürzen. Es bleibt in Erinnerung diese Gesamtleistung der Vertrauenswerbung. Davon war auch ein Teil beispielsweise die Ostpolitik. Es gibt Leute, die ernsthaft glauben, ohne ihn hätte es die Ostverträge nicht gegeben. Sie wären am Ende an der Opposition, zu der er ja gehörte, gescheitert. Ich sehe seine Leistung eigentlich in einer Linie mit dem Kniefall Willy Brandts. Der vom Kniefall zu dieser Rede am 8. Mai 85 führt dieser direkte Weg. Er wollte die Deutschen auf ihre eigene historische Verantwortung stoßen und zu einem Konsens verpflichten. Und das ist ihm gelungen. Vielen Dank, Gunter Hofmann, der eine Biografie über Richard von Weizsäcker geschrieben hat.